Hallo, ich bin Annalena Wiese, bin Mechatronikerin im dritten Lehrjahr und meine Hobbys sind Jazzdance und Freunde treffen. Ich habe mich für den Beruf Mechatronikerin entschieden, da er mir mein Praktika am meisten Spaß gemacht hat und ich ihn sehr interessant fand. Für mich war es klar, dass ich einen technischen Beruf erlernen möchte, weil mir auch in der Schule die naturwissenschaftlichen Fächer am besten gefallen haben. Durch die Kombination aus Mechanik, Elektronik und Informatik ist der Beruf sehr vielfältig und man muss sich nicht auf einen Bereich festlegen. Ich habe das Unternehmen bereits bei meinem Praktikum und bei meinem dreiwöchigen Ferienjob kennengelernt und hatte einen guten ersten Eindruck. Außerdem wohne ich in der Nähe und habe dadurch keinen weiten Weg in die Arbeit. Die vielen Möglichkeiten zur Weiterbildung nach der Ausbildung sprechen ebenfalls für Zollner. Das Beste an der Ausbildung ist die Abwechslung. Man bekommt nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch viel Praxiserfahrung vermittelt. Außerdem wechselt man mehrmals im Jahr die Bereiche, wo man unterschiedliche Tätigkeiten kennenlernt. So bekommen wir einen sehr guten Einblick, in welchem Bereich wir später arbeiten möchten. Natürlich ist es auch toll, endlich sein eigenes Geld zu verdienen. Derzeit beschäftige ich mich mit dem 3D-Druck. Am Morgen werden die 3D-Drucker gestartet und vorgeheizt. Anschließend werden verschiedene Bauteile konstruiert und mit einer Software für den 3D-Druck vorbereitet. Vor dem Druck muss oftmals das Filament, also das Druckmaterial, gewechselt werden. Ist das alles erledigt, kann man das Bauteil drucken. Am Schluss werden neue Erkenntnisse über Materialien oder Druckparameter dokumentiert. Die Aufgaben in den verschiedenen Bereichen sind sehr vielfältig. Ich war in einem Bereich, dort habe ich Tester verdrahtet und mit Messgeräten gearbeitet. Dann war ich in einer Werkstatt, wo es mechanische Tätigkeiten wie Bohren, Drehen und Fräsen zu erledigen gab. Mein derzeitiger Bereich beschäftigt sich mit Innovationen. Dort werde ich hauptsächlich bei den 3D-Druckern eingesetzt und konstruiere eigene Bauteile mit einer Software. Nach meiner Ausbildung möchte ich auf jeden Fall noch studieren. Am liebsten wäre mir ein duales Studium, wegen der finanziellen Unterstützung und den vielen praktischen Erfahrungen, die man in den Semesterferien sammeln kann.